Das ist ja ein Abbild von Deutschland, oder? Ja, das ist ja auch. Genau. Das war auch so, wenn du aber jetzt nicht, gar nicht. Jetzt kann ich. Gleich. Wir grüßen unseren Repräsentanten und Ideengeber Abdullah Öcalan, der seit über 19 Jahren unrechtmäßig auf der türkischen Gefängnisinsel İmralı gefangen gehalten wird. Abdullah Öcalan hat mit dem Projekt des demokratischen Konföderalismus einen Vorschlag für die Beilegung aller Konflikte im Mittleren Osten, für die Beendigung der Unterdrückung der Völker und Menschen im Mittleren Osten vorgelegt. Der demokratische Konföderalismus, dieser Vorschlag von Abdullah Öcalan, wird heute im Norden Syriens, in der Demokratischen Föderation Nordsyrien, praktisch umgesetzt. Damit werden die Ideen von Abdullah Öcalan zum Leben erweckt. Wir sind heute auf der Straße, um auch zu sagen, wir erkennen Abdullah Öcalan ganz klar als unseren politischen Repräsentanten an. Wir erkennen ihn als unseren Ideengeber, als unser Vorbild an. Und wir setzen uns deshalb für die Demokratische Föderation Nordsyrien, für Afrin und für das Projekt des demokratischen Konföderalismus ein. Wir sagen Schluss mit den Angriffen auf Afrin, Schluss mit den türkischen Angriffen auf die Demokratische Föderation Nordsyrien und Schluss mit den Angriffen auf die Ideen Abdullah Öcalans. Nicht nur die Türkei greift die Ideen Abdullah Öcalans an. Auch wir hier in Deutschland als Kurdinnen und Kurden, als Demokratinnen und Demokraten werden angegriffen, weil wir sagen, Abdullah Öcalan ist unser Repräsentant und wir uns für die Ideen Abdullah Öcalans einsetzen. Wir dürfen heute auf dieser Demonstration keine Bilder von Abdullah Öcalan zeigen. Die Berliner Polizei, aber auch das deutsche Innenministerium, die deutsche Regierung versuchen, Abdullah Öcalan aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Aber wir sagen ganz klar, aus unseren Herzen, aus unseren Köpfen, werdet ihr Abdullah Öcalan, werdet ihr die Ideen Abdullah Öcalans und werdet ihr den Freiheitskampf der kurdischen Freiheitsbewegung niemals verdrängen können.